Sehr verehrtes Publikum, liebe Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum zweiten Pfingsttalk 2022. Mein Name ist Andrea Seiler, ich bin Schriftstellerin aus Weiz und zum Thema unendliches Geheimnis, kann man heute noch glauben, habe ich einen sehr interessanten Interviewgast. Es ist Professor Dr. Dr. Johannes Huber. Ich möchte ihn zuerst kurz vorstellen. Er ist Mediziner und Theologe, also eine sehr gute Personalunion für diese Fragestellungen, war 10 Jahre lang persönlicher Sekretär von Kardinal König und, was mich als gelernte Philosophin begeistert, auch im Briefwechsel mit Sir Karl Popper, Begründer des kritischen Rationalismus, war Leiter der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am AKH in Wien, Schwerpunkt Frauenmedizin und Altersforschung. Und als Professor auch tätig in der Schweiz, in den USA, leitete lange die österreichische Bioethikkommission und ist auch außerordentlicher Professor der Medizinischen Universität Wien. Er ist vielfacher Bestsellerautor. Zuletzt erschienen sind die Kunst des richtigen Maßes und die 4 Quellen der Jugend und davor der holistische Mensch, es existiert und woher wir kommen, wohin wir gehen. Auf diese 3 werden wir uns heute stützen und Sie sind sehr lesenswert, das muss ich Ihnen sagen. Ich habe den einzelnen Fragen Zitate vorangestellt und bitte Sie dann, das auszuführen. Wir sprechen ja heute über teilweise Unaussprechliches vielleicht oder etwas, wo uns noch die Sprache fehlt. Die erste Frage ist die Frage dieses Pfingsttalks. Kann man heute noch glauben, Herr Professor, heute, wo sich unsere Vorstellungen von Gott durch die Wissenschaft, Physik, Kosmologie so radikal verändert haben? Das ist eine wichtige Frage und ich danke herzlich auch für die Einladung von meiner Seite. Ich lese ab und zu neben den gynäkologischen Journalen auch Feuilletons und den Spiegel und leide darunter, wenn ich dann lese eine Überschrift, kann man das heute noch glauben, so wie Sie das zitiert haben? Oder ist es nicht besser, das Ganze, wie der wörtliche Zitat, in die Museen zu geben und damit ad acta? Vor allem deswegen, weil es bis zu einem gewissen Grad ungerecht ist. Ungerecht deswegen, weil diese Philosophie und diese Religionsferne eigentlich einem falschen naturwissenschaftlichen Weltbild entspricht, nämlich noch dem der mechanistischen Physik des 17. Jahrhunderts. Mhm. Newton war ja an sich ein sehr religiöser Mensch und hat die berühmten Gravitationsgesetze evaluiert und sehr schön dargestellt, dass offensichtlich der Apfel vom Baum genauso fällt und den gleichen Gesetzen entspricht wie den Gesetzen, die im Universum wirken. Und aus dem hat dann die gottesferne Naturwissenschaft, nicht alle, aber manche, den Schluss gezogen, dass es Gott gar nicht mehr geben muss und dass das ein Nomen und ein Subjekt ist, das man mehr oder weniger nicht braucht. Nicht? Mündet in der berühmten Antwort von Laplace auf die Frage des Napoleon, der ja sein Schüler war. Nicht? Laplace war ja der Mathematikprofessor von Napoleon, nicht? Und hat ihm dann also die überarbeitete Arbeit von Newton gezeigt. Und da hat Napoleon gefragt, nun, wo ist die Rolle des lieben Gottes? Und seine Frage war bekannterweise, diese Hypothese brauchen wir nicht mehr. Ja. Und das war mechanistisches Weltbild. Und dann ist allerdings am Beginn des 20. Jahrhunderts die spekulative Physik entstanden. Und die zeigt uns, dass die Situation völlig anders ist. Und dass es intellektuell redlich ist, an Dinge zu glauben, die unser Gehirn übersteigen. Mhm. Das heißt, das ist ein Zitat von Ihnen, dass das Universum ein so perfekt ausgeklügeltes System ist. Das begreifen wir alle. Das kann eigentlich kein Zufall sein. Das wäre nämlich so, als würde man einen Hochleistungscomputer für seine vielen tollen Leistungen loben, ohne zu fragen, wer ihn eigentlich gebaut hat. Das heißt, ist die Frage, diese Idee eines zentralen Weltenbaumeisters nicht nur intellektuell redlich, sondern vielleicht sogar ganz logisch? Naja, da könnte man abendfüllend darüber diskutieren. Es ist zweifellos so, dass bei dem singulären Ereignis dieses Urknalls das Universum in 10 hoch minus 46 Sekunden, glaube ich, entstanden sein muss, in dieser Planck'schen Zeiteinheit.
Und das ist unglaublich kurz gewesen. Und wenn man sich überlegt, dass dieses Universum nun 14 Milliarden Jahre in etwa, soweit man es richtig schätzen kann, so funktioniert, und zwar die Gesetze funktionieren lückenlos, dann müsste man schon sagen, also das ist ein geniales Gesetz, das dahinter wirkt und eine geniale Schöpfung. Und wenn man dann noch überlegt, was die Franzosen für Ordnung, für ein Wort haben, sie sagen dazu Design. Und da könnte man mit Recht sagen, ohne dass man irgendwie etwas mit dem Kreationismus gemeinsam hatte, den ich natürlich auch ablehne, dass die Welt oder das Universum nicht nur intelligent ist, sondern es ist ein intelligentes Design. Und man hat den Kardinal Schönborn hier umsonst geohrfeigt. Er hat völlig recht gehabt. Ja. Also das hat mit dem Kreationismus überhaupt nichts zu tun, aber da ist ein genialer Wurf dahinter. Es wurde missverstanden. Es wurde völlig auch missverstanden. Ja. Wobei man natürlich auf der anderen Seite auch offen sagen muss, die spekulative Physik, die zeigt uns so viele Dinge, die wir gar nicht mehr verstehen können. Nicht? Wenn Sie sich hier das Glas anschauen, nicht? Für dieses Glas auf dem Tisch gibt es eine andere Zeit als hier für den Fußboden. Ja, die Zeit ist ja ein Phänomen, über das wir unbedingt noch sprechen möchten, weil was Sie vorher gesagt haben, Newton war gläubig, ja? Auch Heisenberg hat gesagt, genialer Mensch, der überhaupt hochbegabt in vielerlei Hinsicht war und sehr viel leichter verstand und ausrechnete als viele andere, soll gesagt haben, der erste Schluck aus dem Kelch der Wissenschaft macht atheistisch, aber am Bechergrund wartet Gott. Das ist richtig. Schauen Sie, meine Philosophie ist immer die, man kann den lieben Gott nicht beweisen. Und das soll auch so bleiben, denn wie soll man etwas beweisen, was jenseits von Raum und Zeit existiert? Aber auf der anderen Seite kann man das Gegenteil auch nicht beweisen. Und die Wissensgockeln, die herumlaufen, nicht so, als hätten sie jeden Tag den Club of Rome gegründet und verkünden, den lieben Gott kann es nicht geben. Die müssen sich ein bisschen bescheiden, weil die greifen über das Ziel hinaus, werfen über das Ziel hinaus, denn sie können das auch nur glauben. Ja. Wir sind hier vor einer Situation des Glaubens und ich bin immer ein Vertreter, dass man auf gleichen Augenhöhen, auch der nicht glauben kann, soll auf gleicher Augenhöhe dem begegnen, der glaubt. Und er soll es nicht so machen, was manche Intellektuelle in Österreich tun, nämlich, dass sie die glauben, so quasi wie das dumme Gretchen in Faust. Ja, das ist wie immer, das dumme Gretchen ja. in Faust. Hinstellen und zwar wörtlich auch beschreiben, nämlich Faust wusste gar nicht mit der Frage des Gretchen etwas anzufangen, glaubst du an Gott oder wie steht es mit der Religion, hat Auswege gesucht, hat ein bisschen auswegig und fast also... Er war noch charmanter eigentlich, die Atheisten heutzutage. Die sagen, das war abschätzig und dann fügen sie dazu, ja und so sind wir heute. Wir tolerieren heute das böse, das dumme Gretchen. Ja, aber in Wirklichkeit, im Sinne von dulden, von oben herabschauen und es selber besser wissen, das ist oder? Richtig, ja, das ist furchtbar. Weil man zum Beispiel Martin Walser, Schriftsteller, hat einmal gesagt, wer sagt, es gebe Gott nicht, und nicht dazu sagen kann, dass Gott fehlt und wie er fehlt, der hat überhaupt keine Ahnung. Ja. Wir wissen, Walser war ja eben nicht gläubig, hat aber diese Leerstelle, die beim Glauben, beim Nicht-Glauben-Können bleibt, als eine Sehnsucht empfunden, die auch sehr raumgreifend ist und die auch sehr viel mit den Menschen macht. Ne? Und es hat zur Jahrtausendwende einmal aus der Kulturzeitschrift Merkur diese Frage eben auch nach Gott fragen als Sondernummer gegeben, nach Gott fragen. Und im Vorwort steht Folgendes für mich sehr Interessantes, ich möchte wissen, was Sie dazu sagen. Nach Gott zu fragen, sei es in der Weise der Theologie, sei es mit Blick auf das Religiöse in der säkularen Welt, ist ein Exerzitium. Und mit leichter Drohung gesprochen, wer es ausschlägt, nimmt Schaden. Der Gläubige an seiner Seele, der Ungläubige am Intellekt. Ist das so? Es ist keine Frage, dass der Mensch mit seiner plötzlichen intelligenten Explosion, wobei man auch genau weiß, wie das biochemisch stattgefunden hat, etwas beginnt zu fragen, was vor ihm kein anderes Geschöpf gefragt hat. Nämlich gibt es Dinge, die über unseren Verstand tatsächlich noch existieren. Und diese zentrale Frage empfinde ich als Spiegelbild praktisch einer Wirklichkeit, die uns prägt. Denn auch von der biochemischen Reaktion, wir können uns die Dinge ja nicht erfinden. Wir sind alle geprägt. Wir sind geprägt von der Schwerkraft. Wir sind geprägt vom Sonnenlicht. Und das, was wir von uns geben, ist nichts anderes als eine Reaktion auf die Prägung. Und wenn wir nach Gott fragen, dann ist meine persönliche Meinung, dann sind wir auch geprägt a priori von ihm. Mhm. Wer nicht das Auge oder wer nicht die Sonne
Sonnenhaft. Oder das Auge sonnenhaft. Sonnenhaft. Ja, so wir könnten die Sonne nicht. Das Auge sonnenhaft. Ja. Und ähnlich geht es auch, schreibt ja Goethe auch mit dem Gottesbegriff. Gäbe es ihn nicht, wir hätten von ihm keine begriffliche Ahnung. Wenn Sie schreiben, Menschen besitzen von Natur aus, was Sie jetzt meinen, eine theopoetische Kompetenz. Das heißt, dieses Fragen nach Gott. Und deshalb können Sie über Gott überhaupt nachdenken einmal. Ne? Ist diese Sehnsucht eigentlich, dieses Fehlen, was ich jetzt auch bei Walser so empfinde, nicht schon Beweis genug? Ist das diese Lücke, die es gibt, dieses Fehlen von etwas nicht Beweis dafür, dass es das, was fehlt, geben muss? Sonst würde es ja nicht fehlen. Schauen Sie, ich bin ganz Ihrer Meinung. Nur darüber könnte man auch abendfüllend diskutieren, weil natürlich also die Gottfernen sagen, das ist alles erfunden. Der Gottesbegriff ist etwas so wie das Valium, das man sich am Sonntag einwirft, weil der Mensch offensichtlich sieht, er muss sterben und aus dem Sterben sucht er dann mit seiner Fantasie eine zweite Wirklichkeit und das wäre der liebe Gott und das wäre das Jenseits. Und da verkennt man aber etwas Grundsätzliches, dass tatsächlich mit der Entwicklung des menschlichen Verstandes die Frage nach Gott entstanden ist, aber nicht aus einer Angst, irgendwo übrig zu bleiben und aus der Sehnsucht, in einem Jenseits zu leben, sondern die Grabbeigaben, die waren ja nichts anderes als die Auffassung, die zutiefste Auffassung, dass das Leben nach dem Tod ähnlich ein Leben wie vor dem Tod ist. Und sehr schön von den Etruskern. Bei den Etruskern kann man das, soweit es tradiert ist, sehr schön nachstudieren. Es gibt ein Leben vor dem Tod, das ist gay, und es gibt ein Leben nach dem Tod, das ist Ston. Und beide sind mehr oder weniger gleich. Die Zeit ist gleich geblieben. Und deswegen haben sie auch die Toten in ihren Nekropolen bei sich wohnen lassen, die Etrusker. Weil Leben vor und Leben nach dem Tod eine Einheit war. Und so ist das entstanden. Und nicht also mit der Unterstellung, dass der Homo sapiens bei der Entdeckung seiner Intelligenz dann plötzlich dieses Valium gebraucht hat. Ja. So schön war das in der Steinzeit wahrscheinlich gar nicht, dass man genauso weiterleben wollte. Mhm. Sondern das war die Auffassung, dass mehr oder weniger beide Formen fast eine quantenphysikalische Gleichung, Energie und Materie, vor der und nach dem Tod, ist dieselbe Existenz. Das ist genau dieser Punkt, wo ich mir denke, wo es um den Tod geht, wo es um die Hoffnung geht. Und Glauben hat ja sehr viel mit Hoffnung zu tun. Sie stellen in irgendeinem Buch die Frage, ist Religion also nichts anderes als Angst im Sonntagskleid der Hoffnung? Ein für mich sehr, sehr schöner Satz. Ja? Und da geht es jetzt genau um das, wenn die Materie nur eine Form der Erscheinungsphänomene ist, dann kommt es beim Tod ja möglicherweise nur zu einer Art Mülltrennung, kann man sagen. Es wird getrennt zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir nicht sehen. Es gibt also Beweise für physikalische Größen, die wir nicht angreifen können und nicht sehen können. Photonen zum Beispiel kann man nicht angreifen. Die menschliche Seele auch. Ist das nicht auch schon ein Beweis dafür, dass es die Seele geben muss? Also im Indizienbeweis, wenn man das Kriminalistik anschaut, im Indizienbeweis mehren sich die Hinweise in ihre Richtung. Ich bin völlig der gleichen Meinung. Und die spekulative Physik, von der wir vorher gesprochen haben, die zeigt uns ja, dass Materie nichts anderes ist wie gebündelte Energie. Nicht? Und diese Materie kann sich wieder in diese gebündelte Energie zurückverwandeln. Das heißt, das sind zwei Zustände. Und wenn dieser körperliche Teil zergeht, warum soll dann die Energie, die dahinter war, letzten Endes auch verfallen? Und da dürfen wir ja auch eines nicht vergessen. Nicht? Es gibt die Schwerkraft und die Schwerkraft braucht die dritte Dimension. Mhm. Und es gibt zweite große Kraft, das ist die elektromagnetische Kraft. Und die braucht, wenn sie berechnet werden soll, eine vierte Dimension. Und die elektromagnetische Kraft krümmt diese vierte Dimension. Und das Leben, ist nichts anderes wie Energie, und zwar nichts anderes wie Elektronenfluss. Wenn Sie bei uns im Seziersaal haben immer gefragt, wenn da die lebendige Hand und da die tote zum Sezieren liegt, was ist der Unterschied? Ja. Der Unterschied ist der Elektronenfluss. Und dieser Elektronenfluss ist natürlich auch Teil der elektromagnetischen Kraft. Und das bleibt in der vierten Dimension erhalten, zumindest physikalisch. Mhm. Und daher ist es ohne weiteres intellektuell redlich, das Ganze ist natürlich kein Beweis, aber es ist intellektuell redlich, dass der Mensch in dieser vierten Dimension mit seiner Elektronik auch erhalten bleibt. Ja, aber Zeilinger, Anton Zeilinger, Quantenphysiker,
österreichischer, hat ja gesagt, Gott darf nicht beweisbar sein. Ne? Und Beweisbarkeit allein, sagen Sie dazu, darf kein Maßstab für die Wertigkeit von Gedankenwelten sein. Was kann und was darf eigentlich Maßstab sein in solchen Fragen? Nur der Indizienbeweis. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass unser Gehirn, das aus Kohlenwasserstoff besteht und zeit- und raumorientiert ist, dass das über Größen wie Gott urteilen kann. Mhm. Das ist unmöglich. Allerdings, wir haben Indizien, Hinweise, die es als intellektuell redlich erscheinen lassen, dass es einen Weltenbaumeister gibt. Und wenn Sie den Namen Zeilinger nennen, ich war ja mit ihm einige Mal in Alpbach, weil ich dort auch im Kuratorium war, und da haben wir im gleichen Gasthaus gewohnt. Und dort hat er mehrmals etwas erzählt, was er dann auch publiziert hat, nämlich beim Urknall, man müsste das Evangelium nach Johannes, so hat er gesagt, umschreiben. Nicht am Anfang war das Wort, sondern am Anfang war die Information. Und diese Information hat alles beinhaltet, was später dann gekommen ist. Nicht? Das Periodensystem, das Kohlenwasserstoffsystem, wie wir da sitzen und leben. Aber woher kam diese Information? Das kam vom singulären Ereignis, wo wir glauben, das ist von Gott oder vom Weltenbaumeister. Ja. Nur, es gibt da noch einen Punkt, nämlich wenn diese Information am Anfang schon da war, warum soll diese Information von uns auch verfallen, wenn unser Körper zerbricht? Die bleibt auch erhalten, auch nach der sterblichen Beisetzung. Es ist ein Wandel letztlich. Ja, nur, ne? Und insofern, glaube ich, hat Zeilinger da auch ins Schwarze getroffen. Nämlich, wenn die Information von Anfang an da war, dann bleibt sie auch erhalten, selbst nach dem Tod. Jetzt ist es so, ich meine, wenn man sich einliest in diese Dinge, in Lichtjahre, in diese Planck'sche Zeit und Zahl, das ist alles so unvorstellbar. Es ist eigentlich tröstlich zu wissen, dass aus der Hirnforschung ja die Erkenntnis schon da ist, dass Zeit eigentlich nur eine komplett subjektive und letztlich allein menschliche oder zumindest so Lebewesen-Erfahrung ist. Ja? Es ist eine Wahrnehmung, die eigentlich als solche die Zeit gar nicht existiert. Ne? Und wenn es keine Zeit gibt, sagen Sie, dann gibt es kein Vorher und kein Nachher. Ne? Kein Leben vor und nach dem Tod. Und wir sind immer, nur in verschiedener Form. Etwas Tröstlicheres kann man ja kaum sagen. Ja? Aber ist das nicht schon ein wissenschaftlich eindeutiger Beweis, nicht nur für die Nahtoderfahrungen, sondern auch für diesen Tod, den es im Christentum nicht gibt, der nur Wandel ist? Ist das nicht schon Beweis? Das ist ein hartes Indiz, da haben Sie völlig recht, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und das müsste man natürlich immer wieder halt propagieren. Was spricht noch dagegen? Was kann dieses Indiz gefährden, Ihrer Meinung nach? Oder? Ich glaube nicht so viel, denn dass die Zeit ein relativer Begriff ist, das merkt man ja sogar schon, wenn man mit dem Geonav fährt. Nicht? Denn auf dem Tisch hier oben ist eine andere Zeit als hier unten, denn die Zeit ist eine Funktion der Gravitation. Ja. Und wenn Sie zum Beispiel einen Satelliten oben haben und der Satellit berechnet, wo Ihr Auto gerade fährt, dann muss das korrigiert werden, denn beim Satelliten vergeht oben die Zeit anders als bei uns anders auf der Erde. Unten. Richtig. Ja, also da sieht man ja schon die enorme Relativität. Und da sich wirklich also hinzustellen und zu tun, als würde man also die letzten Dinge verstehen und sie auch als nihilistisch propagieren, das halte ich für überzogen. Also, das ist äußerst überheblich eigentlich, es ist oder? Überheblich, nicht? Und die Frage ist natürlich dann auch eine andere. Was war bevor der Schwerkraft? Gab es da überhaupt keine Zeit? Und das ist die Ewigkeit. Und Arik Brauer hat vor seinem Tod das letzte Wort von Arik Brauer, das er gesagt hat, ich gehe jetzt in die Ewigkeit. Ja, also genau gesagt, Zustand, wir kommen aus einer Zeitlosigkeit es, und wir gehen wieder in der Zeit noch in eine Zeitlosigkeit. Und das ja. ist die Ewigkeit. Und insofern, all diese Dinge zeigen ja nur, bestätigen ja nur, was die großen Weisen nicht im Alten Testament und in der Tanach sich schon überlegt haben, nicht? Dass wir Geschöpfe sind und geborgen sind in einem Universum, das unseren Geist übersteigt. Und Ewigkeit jetzt nicht im Sinne von dem, was ja auch viele als Gegenargument bringen, ewig lange, wenn man nach dem Tod das ewige Leben hat, Gott, das wird langweilig, das wird unendlich dauern, sondern es ist bewusst zeitlos, ne? Es ist naja, ohne sicher, Zeit, oder? Sicher, schauen Sie, ein großer Philosoph Österreichs hat einmal gesagt, in Zürs, wo ich dabei war, beim Medizinikum, hat er die Frage gestellt, na, wie werden dann die Menschen im Jenseits sein?
so wie sie mit 20 waren oder wie sie beim Tod waren oder wie sie mit 50 waren, das Ganze ironisierend mehr oder weniger. Nicht? Und da musste man ihm dann, das ist das berühmte Evangelium-Zitat, wo letzten Endes die gleiche Frage schon an Jesus gestellt wurde von den Pharisäern und er darauf geantwortet hat, dort, jenseits von Raum und Zeit, dort wird nicht mehr geheiratet. Das war dieser berühmte, die berühmte Frage, wenn eine Frau mehrere Männer hat, aus welchen Mannesfrau sie dann im Jenseits vergehen wird. Weil es ist dort alles völlig anders. Mhm. Es übersteigt unsere Dimensionen des Denkens. Und einfach so simpel zu argumentieren, das ist sehr basal. Und zugleich haben wir aber gesagt, so viel Unterschied muss zwingend zwischen dem Diesseits und dem Jenseits nicht sein. Ne? Und ich persönlich bin jemand, der glaubt, es gibt für jeden den Himmel, der für ihn der Himmel ist. Das ist eigentlich meine, nicht nur meine Wunschvorstellung, sondern ich gehe wirklich davon aus, das, was jeder sich unter dem absoluten Himmel vorstellt, das wird sein. Und ich habe mich vollkommen verbissen in ein Zitat von Ihnen, wo da steht, also bei den Quanten gibt es ja zwei Zustände, die gleichzeitig existent sein können. Das habe ich verstanden, ohne es zu begreifen oder begriffen, ohne es zu verstehen. Aber Sie schreiben, ob der Mensch glaubt, es gibt einen Schöpfer. Oder aber meint, es gibt keinen. Es wird in beiden Fällen stimmen. Der Mensch, der an den Schöpfer glaubt, für den gibt es ihn. Ja? Jetzt meine Frage dazu, heißt das, egal was wir glauben, es stimmt sowieso immer? Ist das der Beweis einer totalen Beliebigkeit oder eigentlich die höchste Stufe der Vollkommenheit? Naja, liebe Frau Seiler, das rührt fast mein Herz, dass Sie das so genau gelesen haben. Denn das ist tatsächlich... Das ist eine Herzensstelle von mir. Es ist ein zentraler Punkt. Und es ist eine Herzensstelle. Es ist eine Hypothese, muss ich natürlich dazu sagen. Ja. Es ist eine Hypothese, aber eine zentrale Hypothese. Und es freut mich, dass es aufgefallen ist bei der Lektüre und beim Lesen. Man könnte es als Schrödingers Katze bezeichnen. Ja. So wie ich also die Katze betrachte, so ist sie dann letzten Endes auch. Nicht? Ja. Und ob es wirklich so ist... Also es ist eine Hypothese, aber ich freue mich, dass Sie das registriert haben. Ja. Und wenn es so wäre, dann ist sicher der auf der besseren Seite, der glaubt. Das sowieso. Das ist mit den klassischen Gottesbeweisen ja auch so, dass man im Leben zumindest mehr hatte davon, wenn man glaubt, auch wenn nachher nichts wäre. Ne? Das ist dieser Die Gedanken haben ja auch eine theopoetische, könnte man fast sagen, Wirkung. Sagt man ja immer wieder, die Beobachtung selbst hat eine realitätserzeugende Wirkung. Mhm. Nicht? Und insofern, so bei den Haaren herbeigerissen und herbeigezogen ist es nicht. Ja. Sie beschäftigen sich ja in einem ganz wesentlichen Teil Ihrer Forschung mit dem, was man Epigenetik nennt. Könnten Sie vielleicht ganz kurz nur umreißen, was damit gemeint ist? Weil wir wissen, Genetik, wir wissen, Epi ist eigentlich immer eine Stufe drüber, also so wie die Physik und die Metaphysik. Was versteht man unter Epigenetik? Das betrifft die nächste Frage dann. Auch ein abendfüllendes Thema. Die Epigenetik ist die elektrische Ladung unseres Genoms. Wir haben also die DNA, die besteht aus Basen, wie eine Perlenkette. Und die diese Perlenkette kann elektrisch geladen werden. Das ist richtig. Und die Ladung entscheidet dann, ob die Perlenkette, ob dieses Stück an Gen abgelesen wird oder nicht. Mhm. Und insofern können wir durch eine Veränderung der elektrischen Ladung die Translation verändern. Also das heißt, den Umbau des Gens in ein Protein und damit in Materie. Und das Entscheidende ist, dass wir das beeinflussen können. Das heißt, die erste epigenetische Prägung, die beginnt schon bei der Zeugung. Das, was die Eltern epigenetisch beibringen, am Punkt der Zeugung und vorher auch noch, das begleitet das Kind ein ganzes Leben lang. Das ist eine völlig neue Geburtshilfe. Das ist eine völlig neue Gynäkologie. Nämlich es kommt auch auf den Punkt der Zeugung an. Und zwar, wie viel Triglyceride, wie viel Cholesterin schwimmen im Zytoplasma der Eizellen, schwimmen im Seminalplasma der Männer. Also der Situation der Zeugung spiegelt sich dann im Kind später wieder. Ja. Erst das epigenetische Fenster. Zweites epigenetische Fenster ist natürlich also die Schwangerschaft. Nicht? Mhm. In der Schwangerschaft prägt die Mutter das Kind in enormer Weise. Natürlich über die Nabelschnur, das ist quasi das erste Organ der Ferngespräche zwischen Mutter und Kind. Nicht? Und
Die Mutter prägt das Kind und das Kind nimmt wahr, zum Beispiel, ob die Mutter im Stress ist, ob sie gemobbt wird. Das ändert alles die elektrische Ladung im Genom des Kindes. Das Kind registriert auch, ob man ab der 30. Woche mit ihm singt, wie man mit ihm redet, und speichert das, wie ein Plastidin. Das dritte epigenetische Fenster sind dann die ersten 2 Lebensjahre. Hier sucht das Kind nach 2 Dingen, was man von den Primaten und von den Gorillas kennt, nämlich das Abschmusen und das Streicheln. Mhm. Das Kind muss so oft wie möglich abgeschmust und gestreichelt werden. Und ob damit die ganzen Kinderkrippentechnologien, wo sich sicher die Erzieherinnen hervorragend bemühen, ob die dem gerecht werden. Aber durch die Quantität, Sie sagen ja, es ist letztlich egal, es muss nicht die Mutter es sein. Es muss nicht die Mutter sein. Es muss ein Mensch sein, der sich um dieses Kind so intensiv kümmert. Ja. Das ist richtig. Und das letzte epigenetische Fenster ist dann mehr oder weniger die Pubertät, also wenn die Hormone im Gehirn ankommen und dann auch das Genom noch einmal geprägt wird. Und so werden wir vorbereitet auf das Leben, mehr oder weniger, durch Prägungen. Wir werden wie Plastilin werden wir geprägt und wir können das weitervererben. Wir können es weitergeben. Und das ist das Faszinosum, dass wir angeborene Eigenschaften weitervererben können. Liebe lässt sich vererben. Aber es ist nicht nur ein Faszinosum, ich wollte deshalb so genau über die Epigenetik Bescheid wissen, weil ja Ihrer Meinung nach auch Glaube und Unglaube sich im Epigenom festlegen. Ja, das heißt, ein Mensch entscheidet letztlich nicht selbst, ob er an Gott glaubt oder nicht. Andere Menschen prägen ihn. Ist der Glaube an Gott also jetzt absolut nur Schicksal? Also, ich habe selten jemanden getroffen, der das alles so genau gelesen hat, was ich geschrieben habe, wie wirklich? Sie. Ja, also, es ist beeindruckend, also Chapeau, Chapeau. Ja, aber genau das ist ja der Punkt, weil ich bin zum Beispiel privat, persönlich ein Mensch, der sich sehr schwer tut, Atheismus zu verstehen. Ja. Ich empfinde ihn, wenn ich es sehr arrogant ausdrücken möchte, als eine unfassbare Fantasielosigkeit zunächst einmal, das sage ich jetzt als Künstler. Und als Philosoph sage ich, dass eben diese Indizienbeweise für mich so überhand genommen haben, dass man eigentlich von einem Atheismus nicht viel Ernsthaftes erwarten kann. Trotzdem bewundere ich die Menschen, die mit einer solchen Selbstverständlichkeit, das muss jetzt nicht unbedingt der Dawkinsche Gotteswahn sein, aber die einen wirklich jeden Menschen, der das nicht ausschließt, herwatschen, als wäre das der allerdümmste, schlichteste, erbärmlichste Mensch. Nicht ein Hiob, der nur noch alles zum Guten reden will. Und intolerant ist es, sind. Und ja, intolerant und ist sind. Es jetzt, also Schicksal, kann jemand, der nicht glauben kann, nichts dafür? Schauen Sie, das ist auch eine Hypothese. Und zwar habe ich mit Professor Thiering, mit Walter Thiering, ein Buch geschrieben. Und Thiering war ja der letzte Assistent von Albert Einstein noch, nicht? Der war bei ihm in Princeton. Sein Vater ist Mitbegründer des Wiener Kreises gewesen. Ja, ja. Also eine Größe. Eine Koryphäe, sondergleichen eigentlich Roten, dann, ne? In der Tradition Wiens. Und er hat auch die Auffassung mitgetragen, diese Hypothese, dass man auch epigenetisch geprägt wird in entscheidenden Momenten, ob man an einen Schöpfer, ob man an Gott glauben kann oder nicht. Und für mich war es immer beeindruckend, ich war ja in der Bioethikkommission und da war ein Mitglied, ein weibliches Mitglied, und das die war oder ist noch immer atheistisch und zwar manchmal sogar polemisch. Und die hat das auch genau beschrieben, wie sie Atheistin geworden ist. Nämlich, sie war in Südamerika und dort hat sie einen Religionsunterricht gehabt. Das ist und die Religionsunterricht, das ist die Stimme vom Jenseits. Das ist schon, ja. Und dieser Religionslehrer war so dumm und hat eben gemeint, die Frau soll zu Hause bleiben und soll eben sich um die Kinder kümmern und in der Kirche und so weiter. Und von dem Augenblick an hat sie beschlossen, nicht mehr an Gott zu glauben. Und das ist ein vielleicht simples, nicht nur aber, nicht an die Kirche zu glauben, weil das ist ja immer nur ein Unterschied. Also es gibt da epigenetische Prägungen und diese Prägungen können dann dafür verantwortlich sein, dass man tatsächlich dieses Geschenk, diese Gnade könnte man sagen, dieses Geschenk nicht hat. Und es ist ein Geschenk, das hat ja Augustiner schon gesagt, dass man an Gott glauben kann. Ja, absolut. Und dieses Geschenk kann man nicht herbeireden, das hat man. Und das Wort Grazia oder Glaube ist letztendlich damit auch also verbunden. Mhm.
Also man hört die Atheisten im Hintergrund gurgeln vor Wut. Das Wasser aufdrehen. Vor Wut. Ja, ist schon. Sehr gut. Es gibt, das ist ja auch etwas, was ich für mich selber nicht denken kann eigentlich, diese Info, wenn das da steht, der Kosmos besteht zu 70% aus Energie und zu 30% aus Materie, von der nur 1% sichtbar ist. Was wollen wir Würmlein dann da überhaupt groß über Beweise sprechen, über absolute Dinge, die wir festlegen, die wir als Gesetze da haben? 1% ist sichtbar. Da ist so viel Raum für vieles, das wir entweder noch nicht verstehen oder das uns nicht versteht oder das nicht berechenbar ist. Das müssen ja alle Wissenschaftler der Welt, alle Gläubigen und Ungläubigen zur Kenntnis nehmen. 1%. Ja, die Interpretation ist halt auch epigenetisch geprägt, nicht? Interessanterweise gibt es eine Korrelation zum Genom, die aber nur eine Korrelation ist, denn es sind auch nur 4 oder 5% des Genoms werden transplantiert. 95% werden mitgeschleppt, nicht? Da sagt man Junk-DNA, also Müll-DNA. Aha. Und hat gedacht, das sind völlig wertlos. In Wirklichkeit weiß man, dass dort Geheiminformationen enthalten sind für Situationen, wenn plötzlich also die Spezies etwas braucht, wofür sie noch nicht ausgestattet ist. Was in diesem Junk? Und da greift sie auf die Junk-DNA zurück. Aha. Wir hätten zum Beispiel die Information für einen sechsten Finger. Aber wir brauchen ihn nicht und deswegen hat die Evolution, es ist kein Überlebensvorteil. Das ist praktisch so wie die Reihe unnützes Wissen. Völlig richtig, völlig richtig. Aber es könnte sein, dass man ihn eines Tages braucht. Irgendwann braucht, ne? Und das geht über die Mikro-RNA. Das heißt, diese Junk-DNA wird abgelesen in RNA, also die DNA, nicht, wird in RNA umgewandelt, das ist dann die Mikro-RNA und das sind Regulationsproteine, Regulationsnukleotide, mit denen das Genom gesteuert wird. Und das ist die zweite große, völlig neue Quelle neben dem Epigenom, das uns beeinflusst, das wir teilweise auch mitsteuern können und wo praktisch eine Korrespondenz zwischen Umwelt und uns stattfindet und auch die Evolution wahrscheinlich vorangetrieben hat, die eben auch also von den Neodarwinisten als Mutation per Random, als Zufallsgenerator gesehen wird, wo der Tüchtigste dann überbleibt. Survival of the fittest, in Wirklichkeit scheint es, und das war ja auch einer der Punkte, wo ich mit Sir Karl Popper diskutieren durfte, scheint es doch eine Directed Evolution gegeben haben. Zu haben eine gerichtete, wo sowohl das Epigenom wie auch die Mikro-RNA die Umwelt abgetastet haben und über das Abtasten dann die Evolution vorangetrieben haben. Es ist jetzt so, wir haben ja vorher, Sie haben selber gesagt, die moderne Physik hat sich verändert im Vergleich zu dem, was im 17., 18., 19. Jahrhundert stattgefunden hat und hat sich vom Messbaren wegentwickelt ins Hochspekulative eigentlich. Ja? Also es sind jetzt viele Bilder entwickelt worden, die ausschließlich auf Unbeweisbarem oder nur auf Annahmen beruhen. Warum hat die Religion dann, um auf unser Pfingst-Talk-Thema, kann man heute noch an Gott glauben, dann so schwer heute? Es müsste es doch eigentlich leichter haben. Es müsste doch eine Tür mehr offen sein für die Möglichkeiten des Unbeweisbaren, wenn selbst die Wissenschaft so viele Dinge nur mit Annahmen berechnet. Und niemand ist den ganzen Kosmos abgegangen, das ganze All, die ganzen Sterne, die längst tot sind und jetzt bei uns scheinen, das sind ja alles Unfassbarkeiten eigentlich. Damit leben wir gut. Warum leben wir so schwer als Gesellschaft mit der Annahme von Gott und Religion? Schauen Sie, das ist ein zentraler Punkt und wenn Sie die Möglichkeit haben, verkünden Sie das, weil das ist der kritische Punkt. Die kirchliche Elite ist offensichtlich nicht mehr willens, nicht mehr mutig genug, möglicherweise auch nicht in der Lage, diesen Exilcharakter, den wir haben, auch so zu verkaufen, so zu verkünden und mit dem Nachsatz, dass wenn wir an ein Leben nach dem Exil glauben, dass das intellektuell redlich sein kann, angesichts der großen Geheimnisse, die das Universum uns darstellt. Und man münzt die Botschaft des Ostersonntags und damit natürlich auch die Botschaft vom Pfingsten, man münzt es um, man schreibt es um, nicht? Man schreibt es um
in Solidarität, Charity, alles wichtige Sachen, das soll man nicht unterschätzen. Aber es ist nur ein Zentrum unseres Glaubens und es ist nicht das alleinige Zentrum. Die Osterkerze, an der Kardinal König immer so gehangen ist, der Glaube, dass wir Teil eines Universums sind und dass in diesem Universum wir einen liebenden Gott finden werden, nachdem dieses Leben vorbei ist. Das ist eine zentrale Botschaft. Und diese Botschaft kann nicht umgemünzt werden. Nicht? Man aber muss das wird sie versucht. Das, das kann, wird versucht. Das kann ein Punkt sein, ein Kritikpunkt. Angst, dass man sich lächerlich macht nicht und dass man vielleicht durch die Gutmenschlichkeit, dass man dann so wie das Weizenkorn fungiert, das zwischen den Mahlsteinen ist und sagt, nein, durch Gutmenschlichkeit werde ich die Mahlsteine auch verändern. Mhm. Und übersieht, dass sie von den Mahlsteinen zermürbt wird. Ja, nicht? Ja. Und meines Erachtens nach, also ich bin stolz, dass Caritas und dass so viele Pfarrer so viele gute Dinge machen. Das muss man wirklich offen sagen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die Osterbotschaft und die Osterkerze sind die zweite Botschaft, die man nicht übersehen soll. Und das ist momentan die zentrale Botschaft. Denn die wichtigere. Charity macht jeder heute. Nicht? Man muss also, nicht religiös sein, man muss nicht an irgendeinen Gott glauben, um ein guter Mensch zu sein. Richtig, grundsätzlich richtig. Einmal. Ja? Und die Leute, die dann immer hinhauen auf jeden, der glaubt, empfangen dann als Verteidigung immer, da wird dann aufgezählt, wofür die Kirche alles gut ist. Ne? Da kommen dann immer die Kunstschätze, das Bewahren, die Bildung eigentlich und die Caritas. Dieser zentrale Punkt fehlt. Aber fehlt der nicht auch den Menschen? Wir sehen ja in unserer Welt, ich muss auf etwas zu sprechen kommen, das eigentlich den Schluss bildet, aber ich sage es jetzt am Vorabend des Schlusses. Ich verdecke mit meiner unnötigen Person diese Tasche da hinten. Es ist die Tasche aus dem Besitz von Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler, berühmter Schriftsteller und ein Mensch eigentlich, der sich sehr viel auch um das Psychische bemüht hat in seinen Arbeiten. Und ich habe ein Zitat herausgesucht von Heinrich Mann über Schnitzler, in dem er das schön zusammenfasst. Er schreibt, Schnitzler, das ist grausames Wissen um unsere Nichtigkeit zwischen den Abgründen und Schwermut über so vieles, das wir wohl vermocht hätten, aber versäumt haben. Schnitzler ist aber auch wieder zartes Mitjubeln bei unserem vergänglichen Glück, über das kein Gott wacht. Ja, jetzt ist es natürlich schwierig, diese Verlassenheit als zentrales Motiv heute zu transportieren, aber in den Anfängen des 20. Jahrhunderts, wo auch Schnitzler gewirkt hat und geschrieben hat und nebenbei ja auch Arzt war, HNO-Arzt, ist viel geschehen. Und seine Stücke wurden ja zu den Aufführungen immer eigentlich als Skandale bewertet. Und er hat ja viel Aufregung ausgelöst, denn sie entlarvten ja eigentlich den Niedergang einer Gesellschaft. Und zwar moralisch, psychologisch, menschlich eigentlich als Ganzes. Ja? Und dazu schreiben Sie, das war die Zeit, als alle Kräfte, die früher aufs Jenseits konzentriert waren, sich jetzt aufs Diesseits lenken lassen. Und es war wie ein Auswandern aus dem Himmel und der liebe Gott ist völlig verlassen worden. Mhm. Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass die Moderne der Auffassung ist, das Leben muss in seiner Immanenz voll gelebt werden. In der völligen Diesseitigkeit. Ja, das ist der Kollege Zuhle, der Diesseitsstress. Ne? Ja, die Welt, man muss der Erde treu bleiben. Und vor allem, man muss auf der Erde eines machen, und das macht diese Position leichter, man muss hier konsumieren. Ja. Der Konsum ist das Maß aller Dinge. Es ist quasi so etwas wie ein Eintrittsschein, eine Investitur, könnte man sagen, in die moderne, konsumierende Zeit. Man ist ein moderner Konsument. Und da tut man sich natürlich dann schwer mit einer Botschaft, die bei Beginn der Geistigkeit Europas entstanden ist und sich über Jahrhunderte wie ein Lauffeuer von einer philosophischen Periode bis zur anderen weiter tradiert hat, bis sie dann jetzt tatsächlich im vergangenen Jahrhundert ein Ende gefunden hat. Nämlich die Botschaft, dass hinter unserer Existenz es noch eine andere Existenz gibt, die Platon mit der Chiffre der Ideen zusammengefasst hat. Und diese Botschaft, nicht, dass es hinter unserer Existenz noch eine andere Existenz gibt, nicht, wobei Existenz ja
herauskommen aus einem Sein in ein anderes Sein bedeutet nicht, die ist leider mehr oder weniger in Vergessenheit geraten worden, die ist verdrängt worden und es wäre an uns Christen sehr wohl für uns eine wichtige Aufgabe, das wieder, es ist ja europäisches Erbe eigentlich, das muss man ja sagen, nicht? Das wieder in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Denn man kann die Endlichkeit des Lebens nicht vergessen, beziehungsweise man kann die Endlichkeit des Lebens nicht leugnen. Das war zwar auch in Covid-Zeiten der Versuch. Und auch nicht ertragen letztlich. Aber auch nicht wirklich ertragen. Das hat man ja auch bei Covid gesehen. Man hat es nicht ertragen, wobei also das ja auch nicht vergleichbar war mit der Pest. Aber die Kirche hätte hier eine große Aufgabe. Und warum sie nicht wahrgenommen hat, das kann ich nicht verstehen. Immer scheuer wird eigentlich. Schauen Sie. Und man muss auch fürchte ich. Ja, also ich bin ja ein großer Fan auch vom Kardinal Schönborn, nicht? Aber wenn es dann einen Diakon gibt, ich kann da ruhig einige Details auch erzählen, wenn es da einen Diakon gibt, der sich um die Polizisten kümmert, und zwar vor allem um die Polizisten, die mehr oder weniger gebleckt werden, weil sie Angst vor der Impfung hatten, wir alle sind Befürworter der Impfung, und sich nicht impfen haben lassen, und dass er sich um die besonders angenommen hat, als mehr oder weniger Minorität, nicht? Und dann plötzlich wird dieser Diakon seines Amtes enthoben, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das ist ein Beispiel, dass die Kirche eigentlich klüger handeln müsste, nicht? Man müsste dankbar sein, dass jemand auch sich traut, sich um Menschen anzunehmen, die nicht nur mit Flüchtlingsbooten kommen, sondern die eine Minorität sind, die Angst haben, dass ihnen was passiert, wenn sie eine medizinische Methode über sich ergehen lassen. Ist nicht meine Meinung, aber man muss die Toleranz haben, das zu akzeptieren, und man darf die sich darum kümmern, die kann man nicht des Amtes entheben. Also das ist nicht korrekt gewesen. Nein, das ist natürlich nicht schon. Also, ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das sind halt Dinge, wo man wirklich der Kirche sagen muss, ihr müsst wieder so etwas wie Klassenkämpfer sein. Oder Mut fehlt einfach. Es ist eine Frage der Courage oder die Angst, bei Menschen nicht gut anzukommen, die man eh schon eigentlich verloren hat, die man eh schon nur von hinten sieht. Das ist wie der Mühlstein. Man glaubt, das Weizenkorn, man passt sich an den Mühlstein an und übersieht, dass der Mühlstein das Weizenkorn zermalt. Aber irgendwas musste im Laufe der Evolution, jetzt nicht nur in Europa, sondern überhaupt Menschen möglich, den Instinkt ersetzen. Und da meinen Sie, das war vielleicht die Religion, die den Instinkt des Urmenschen, ich weiß nicht, wen ich jetzt damit beleidige, man muss so aufpassen, politisch korrekt zu sein, aber dieser Urmensch hatte noch nur Instinkt und daraus wurde durch die Gehirnentwicklung quasi eine Notwendigkeit der Religion, oder? Das heißt, wenn wir vorher hören, Gott wurde verlassen, dann muss man Gott eigentlich gar nicht erfinden, sondern man muss ihn eigentlich nur suchen und finden. Naja, das ist ja das Wort eines ganz berühmten Psychotherapeuten, der über 90 Jahre alt ist und heute noch also aktiv ist. Ein Beispiel für jeden von uns Ärzten, der die Frage gestellt hat. Er hat ein ganzes Leben sich damit beschäftigt, haben wir Gott erfunden oder haben wir Gott entdeckt? Und er, der ursprünglich atheistisch war, kam dann zur Auffassung, wir haben oder wir werden Gott entdecken. Entdecken, und man muss ihn nicht erfinden. Das heißt, das menschliche Gehirn entwickelt Dinge, für die es eigentlich ein immer besseres, schnelleres, höher entwickelteres Gehirn bräuchte. Und das Einzige, was auf der Strecke bleibt, das merkt man ja auch, wenn man ihre Bücher liest, dass immer wieder ein Bedauern darüber da ist, dass zwar viel Denken auf der Welt ist, aber wenig Nachdenken und wenig eigentlich Raum bleibt für einen redlichen Zweifel auch. Ja? Also es muss immer ein klares Ja, ein klares Nein sein. Ne? War nicht auch König der Meinung, dass der Zweifel das Einzige ist, was die Atheisten und die Gläubigen eint? Einen sollte, einen könnte, dass man sich nicht so furchtbar sicher ist, aber Zweifel im Sinne von Zuversicht und nicht im Sinne von Ablehnung. Ja, schauen Sie, es ist immer am Jahresende ist immer der frühere Bundeskanzler Bruno Kreisky zu König gekommen, nicht um den Weihnachtsbesuch
zu absolvieren, sondern den Neujahrsbesuch, nicht? Ja. Und meine Aufgabe war es, dass ich da halt ein bisschen Kaffee serviert habe und ähnliche Dinge. Und da habe ich natürlich immer so Wortfetzen versucht aufzufangen. Und ein Wortfetzen war, dass Kreisky König gesagt hat, also ich bin mir auch nicht sicher, aber ich bewundere Sie, Eminenz, dass Sie doch ein etwas höheres Maß an Sicherheit haben wie ich, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich keinen Gott gibt oder ob es möglicherweise ihn doch gibt. Ja. Also er war da tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes, man könnte fast gar nicht sagen Agnostiker, er war ein Zweifler, ein großer Zweifler. Nicht? Also beweisen können es ja beide Seiten nicht, eben. Aber ja, die, die sagen, man kann es nicht beweisen, darum gibt es es nicht, die sind immer viel sicherer oder die sind immer viel, viel forscher den anderen gegenüber. Ne? Ja. Weil, dass man etwas nicht beweisen kann, da gibt es ja dieses Sprichwort mit dem Lack of Evidence, oder? Richtig, ja, ja. Wenn man, also es ist kein Beweis Lack dafür, wenn man etwas nicht beweisen kann. Lack of Evidence of Lack. Genau, ja, genau. Richtig. Es ist kein Beweis dafür, dass es das nicht gibt, nur weil man das, was es nicht gibt, nicht beweisen kann. Ja. Ja, ich möchte zum Abschluss vielleicht noch einmal eine persönliche Frage stellen. Sie sind ja einer der Ärzte, die auch Theologen sind, im Sinne von dem, Sie haben beides, Sie haben für beides einen Doktor, darum steht der Doppelte da. Ja? Ist es ungewöhnlich als Arzt oder ist es logisch als Arzt zu glauben? Gab es je einen Moment in Ihrem Berufsleben als Arzt, wo Ihnen der Glaube schwerer fiel oder war das von Haus aus etwas, was parallel gut gepasst hat? Na, wenn man davon ausgeht, dass man als Mediziner natürlich sowohl mit dem Beginn, Reproduktionsmedizin, wie auch mit dem Tod... Hormonpapst ist ein Wort von Ihnen. Sind Sie damit glücklich? Wenn Sie jemanden zum Papst ernennt? Ich sage immer, es gibt nur einen Papst und der sitzt in Rom. Ja. Aber es klingt schöner als Hormonkardinal oder so. Ganz oben. Es gibt ehrenrührigere Anreden. Also, wenn man davon ausgeht, nicht, dass auch der Tod ein integraler Bestandteil der Medizin ist, dann tut man sich eigentlich fast leichter, wenn man als Theologe in diesem großen Exerzierfeld der Theologie herumforschen und herumgehen konnte. Und dann Antworten findet, die möglicherweise ein Kollege, der das nicht hatte, schwerer findet. Weil die Menschen, auch die Todkranken, suchen natürlich auch hier nach letzten Antworten. Und auch da dürfen wir nicht vergessen, selbst im alten Griechenland war ja die Heilung und war die Medizin immer dort angesiedelt, wo es Tempel gab. Also man hat das Religiöse mit der Medizin in der Antike immer wieder verbunden. Also so getrennt sind sie nicht, wurden erst durch den Kulturkampf und durch das heidnische Zeitalter. Aber von der Geschichte her sind Theologie und Medizin oft beisammen gewesen. Passen gut zusammen. Ich muss sagen, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Möchte dem Publikum nur sagen, bitte lesen Sie die Bücher dieses Herrn. Sie sind es wert, Sie müssen sie so genau lesen wie ich. Sie finden viel Neues und sehr viel, was Sie sich vielleicht so gedacht haben und sehr froh sind, wenn es dann jemand fundiert, profund so beschreiben kann. Ich möchte mich bei Milad für die hervorragende Technik bedanken, bei Ihnen allen für Interesse, Zuhören, Zuschauen, Weiter- und Nachdenken. Guten Abend.